Crunch Royale, Leute, und heute werden wieder eine mittlerweile schon uralte und traditionelle Challenge vorführen, und zwar die einmal um die Map Challenge, und dieses Mal mit dem brandneuen Snowboard. Ich habe mir schon direkt die Startposition rausgesucht, hier haben wir auch noch eine Kiste, haben eine kleine Chance auf irgendwas Gutes zum Heilen. Leider haben wir das jetzt nicht bekommen, aber nicht so schlimm, Leute, es warten ja auch noch viele Kisten auf dem Weg, die uns das dann auch noch erleichtern können. Und wirklich, diese Challenge hat eine unglaubliche Tradition schon hinter sich, Leute. Das ist wirklich das siebte Mal, wo ich diese Challenge jetzt hier versuche zu absolvieren. Letztes Mal war es so, es war im Schlittermodus. Im Schlittermodus hat es stattgefunden. Und dort habe ich unglaubliche 12 Kilometer zurücklegen können, bis die Runde dann vorbei war. Und ich habe es echt auch einmal komplett um die Map geschafft. Na, jetzt müssen wir mal schauen, Leute, ob der noch was zu heilen hat. Der hat ein Lagerfeuer, was, ja, gar nicht so gut ist eigentlich, weil wir können das nicht sehr gut anwenden, weil wir müssen ja immer die ganze Zeit Kilometer zurücklegen. Und das Lagerfeuer, das regeneriert höchstens mal, das kann sich gerade mal ausgleichen mit der Zone. Komm, hier müssen wir hoch. Boah, da ist auch nochmal einer. Boah, okay. Der hatte auch nicht unbedingt was richtig Geiles jetzt dabei. Aber wir nehmen die Minischilde einfach noch mit. Und hier die AK ist auch echt nicht schlecht. Und wir müssen echt schauen, dass wir weiterkommen. Hier, die ganzen Leute versuchen uns echt schon zu stoppen, Leute. Nee, ganz ehrlich, da bin ich jetzt nicht dabei bei dem Gunfight. Wir müssen einfach gucken, dass wir schnell einmal um die Map kommen. Wow, der übertreibt komplett. Und diese Challenge, die hat ja wirklich schon mit so unglaublich vielen Fahrzeugen stattgefunden, Leute. Also, ich habe es das allererste Mal wirklich mit dem Einkaufswagen gemacht. Und dann natürlich nicht geschafft, weil das Teil um einiges zu langsam war. Dann kam, glaube ich, das ATK, genau, dann die Quadramme. Dann habe ich sie mit dem Flugzeug gemacht. Und da habe ich sie sogar noch mal gemacht mit der Quadramme und mit Luftballons dann. Und die hat dann auch echt gut funktioniert. Und was wir hier auf dem Snowboard noch für einen Vorteil haben, wir können uns einfach hier, wow, nicht runterfliegen erstmal. Und wir können uns hier auf jeden Fall die Bandagen schön auf dem Board geben. Komm, den goldenen Ballon nehmen wir noch mit. Und wir sind jetzt schon an Lucky Landing vorbei. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir müssen mal gucken, die Zone, die spielt jetzt nicht ideal mit. Also noch besser wäre es auf jeden Fall, wenn die Zone hier circa wäre oder so. Weil dann würde man da gerade wieder reinfahren. Aber wir müssen echt gucken, dass wir noch ein paar Heilungssachen finden. Weil nur mit Bandagen, das geht auf jeden Fall nicht klar. So ein Medipack wäre schon mal ganz geil. Oder ein Slurp wäre ideal, weil der heilt uns ja dann immer hoch. Und ich muss mich jetzt echt auch ein bisschen aufs Boarden konzentrieren. Weil man kann da auch echt gut viel Zeit rausholen, wenn man einfach diesen Sprung macht. Dann immer hier den Boost direkt danach, weil ihr seht, da macht man einen riesigen Jump und man legt echt viel zurück. Ich werde auch versuchen, ganz wirklich wieder am Rand zu bleiben, dass ich auch durch die Challenge perfekt erfülle. Und ich bin echt auch mal gespannt, Leute, wie viel Kilometer es im Endeffekt dann werden und ob ich es halt schaffen kann. Ich weiß nicht, das Snowboard kommt mir echt schon gar nicht so lahm vor jetzt. Das ist echt gar nicht schlecht so. Aber mal gucken, was noch passiert, wie viele Gegner wir auch noch begegnen werden und so weiter. Die Minischilde, ich weiß nicht, die kann ich mir vielleicht mal eins geben, so. Einfach ein bisschen zur Absicherung. Wow, wenn jetzt hier noch mehr kommen. Und da muss ich echt auch voll drauf aufpassen, weil wenn man da einmal mit dem Snowboard ein bisschen drunter rutscht, ist man wirklich einfach schon unten. Da kann man eigentlich nicht mehr viel machen. So, hier noch ein bisschen den Berg mitnehmen. Boah, nee, hier booste ich jetzt besser mal nicht. Hier gehen wir am besten wieder hoch. Boah, das ist natürlich auch das Ding. Ich habe es einmal nur so gemacht. Die Map ist ja größer geworden im Endeffekt, weil hier links unten natürlich das ganze Schneegebiet dazugekommen ist. Hier war gerade ein Banner, lol. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt. Mit dem Flugzeug habe ich es natürlich geschafft, aber das ist natürlich auch wieder eine andere Sache. Hier muss ich mich echt mit diesen ganzen Bergen auch noch rumkämpfen, dass ich hier gut drumherum komme. Okay, aber hier können wir dann schön außen lang fahren. Jetzt versuche ich mir echt nochmal so einen Boost-Sprung zu machen. Oh, der bringt schon viel, der bringt echt schon viel. Komm direkt nochmal ein. Sehr gut. Das sieht gut aus. Wir sind schon echt gleich bei Haunted Hills sogar angekommen. Wir haben gleich die Hälfte geschafft. Wir kommen in die erste Zone. Nur das Ding ist, die Zone kommt halt jetzt auch zu uns. Wir müssen dann gleich echt im Sturm fahren. Ich hoffe einfach mal, hier liegt gleich noch irgendwas rum oder irgendwelche Kisten oder Gegner, die uns dann noch ein bisschen was abdrücken können. Hat natürlich auch immer ein bisschen mit Glück zu tun, die Challenge. Aber jetzt erstmal hier ins Snobby vorbeidüsen. Wo, glaube ich, auch niemand mehr gerade ist. Aber hier sind wir eigentlich in der Zone. Hier hätten wir noch die meiste Chance, irgendwie, wow, mit Gegnern hier in Verbindung zu kommen. Ne, da können wir nichts machen. Da gehen wir einfach weiter. Oh, das ist auch das Ding hier. Snobby Chance, ne? Müssen wir jetzt irgendwie am besten hier lang einfach fahren. Und gleich haben wir Haunted erreicht. Okay, es sind noch 27 am Leben. Gucken wir mal. Nochmal hier so einen Boost raushauen.
Und Leute, schreibt mir auch mal in die Kommentare, wie viel ihr wirklich von dieser Serie jetzt gesehen habt und was eure Lieblingsfolge vor allem war. Also meine war immer noch, glaube ich, echt die mit der Quadrame, mit den Ballons. Da bin ich echt mit Vinilius einmal um die komplette Map geflogen und es war halt echt jedes Mal mega spannend, weil das halt auch echt so, also die Ballons sind natürlich auch immer geplatzt so. Und dann konnten wir halt echt auch immer runterfliegen komplett. Und dann wäre die Challenge gescheitert. Boah, jetzt muss ich hier gerade mal durch. Jawohl, schon überhaunted. Weit oben drüber. Und es geht zum Lama. Das legendäre Lama, Leute. Wir haben schon auf jeden Fall die Hälfte der Strecke fast schon jetzt zurückgelegt, würde ich sagen. Die erste Zone schlägt jetzt zu. Aber wenn wir jetzt hier echt keine Heilung finden, dann wird es echt ganz, ganz blöd, kann ich euch sagen. Hier ist auch keine Kiste gespawnt, leider. Wir könnten echt eventuell kurz irgendwo hier reinschauen. Vielleicht bei dem Haus oder so, dass wir da vielleicht echt noch die Kiste mitnehmen. Aber die sind halt auch alle so blöd platziert. Die sind nicht auf dem Boden irgendwie, die sind überall oben. Und da komme ich halt unmöglich mit dem Snowboard hin. Ich könnte auch vielleicht kurz absteigen. Komm schon, irgendwas muss da hier rumliegen. Nochmal eine Kiste. Warte mal. Nee, kann ich nichts gebrauchen. Komm schnell weiter. Immer eben kurz die Kehrtwende gezogen. Ah, jetzt brauchen wir langsam echt was, weil jetzt kommen wir halt echt in Sturm gleich. Mal gucken, ob wir davor noch irgendwas organisieren können. Ich will eigentlich auf keinen Fall in den Sturm jetzt gehen hier mit den vier Bandagen. Das wird auf jeden Fall schief gehen, kann ich euch jetzt schon sagen. Vielleicht bei Lazy Links noch irgendwas mitholen. Das wäre die beste Lösung eigentlich momentan. Oder hier beim Motel. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Vielleicht hier für ein bisschen Stein irgendwie. Ah, gibt es das hier? Komm, Medipack. Nee, gibt's nix. Miese Zeiten, wirklich richtig miese Zeiten. Und hier ist auch schon alles gelootet. Die lassen mir ja hier echt keine Chance. Also würden sie es wissen, dass hier die einmal um die Map Challenge hier wieder versucht. So, lad mal kurz danach, weil ich glaube, jetzt könnten echt noch Kämpfe kommen. Gerade jetzt hier, in der Nähe von Lazy Links. Müssen wir echt gucken. Da liegt nichts mehr drum zum Heilen. Wow, ich leg mich hier gleich noch aufs Maul, Alter, wenn ich hier so weitermach. Aber hier in dem Metallhaus, im guten alten Metallhaus, da können bis zu drei Kisten jetzt drin sein. Komm schon, jetzt, da muss was drin sein. Hier nehmen wir kurz runter, weil nicht, dass da dann im Gebäude hängen bleibt. Und was kommt raus? Einmal Bandagen. Ah, okay. Aber wir haben aber heute auch kein Glück auf jeden Fall. Das kann man auch schon mal sagen. Wir haben nicht so viel Glück auf jeden Fall mit dem Loot, wie sonst immer. Und es ist hier auch echt kein Gegner mehr. Ich muss kurz nochmal echt zu Lazy Links rein und irgendwas auftreiben. Bei neuen Bandagen, ich glaube echt, das geht nicht so. Allerdings darf ich auch eigentlich gar keine Zeit mehr verlieren, weil die Zone macht so einen enormen Schaden. Ich kann mich ja auf dem Snowboard noch heilen. Das wird aber auf jeden Fall dieses Mal nicht einfach, sage ich euch. Wirklich. Hier liegt auch nichts mehr. Vielleicht haben wir echt noch Glück und finden im Sturm irgendwas. Aber jetzt geht es hier schon ab in den Sturm und wir müssen irgendwie versuchen, jetzt noch ein bisschen was aufzutreiben wenigstens. Vielleicht können wir auch gleich in Rift da noch reingehen und dann noch ein bisschen irgendwie damit das Ganze beschleunigen. Weil da ist man halt direkt voll weit oben in der Luft. Hier noch beim Block. Ah, da waren wahrscheinlich auch schon etliche Leute. Allein wegen dieser Wochenchallenge, wo man da hingehen muss. Und jetzt muss ich schon anfangen mit dem Heilen. 3 Sekunden dauert eine Bandage. 8 Stück habe ich noch. Mal gucken. So, die kommt jetzt gleich schon wieder. Und wenn sie dann echt einen Zweierschaden macht, dann wird es noch ungemütlicher. Das heißt, wir müssen es am besten jetzt schon durchziehen. Gibt es hier noch irgendwo Rifts oder so, die man verwenden kann? Oh, hier ist noch eine Kiste. Komm, warte. Warte. Nein, auch nichts. Leute, ich hatte noch nie so ein Pech in der einmal um die Map Challenge wie heute. Das nicht mehr normal. Hier liegt auch nichts mehr. Ich glaube, da war nur Munition. Okay, wir haben echt noch ein Stück. Noch ein Viertel oder so müssen wir zurücklegen. Das wird kein Spaß jetzt hier mit den Bandagen. Und das ist echt ein guter Vorteil, dass wir uns die einfach so geben können, ganz ehrlich. Das feiere ich am Snowboard. Und hätten wir da echt ein bisschen besseren Loot noch erwischt. Boah, da bin ich mir sicher, dass wir das safe geschafft hätten, wenn wir es nicht schaffen. Aber vielleicht können wir es schaffen, wenn wir hier noch den Apfel nehmen. Zack, wir geben uns den Apfel noch. Komm. Jetzt sieht es natürlich echt hart aus. In 1 Minute 30 wird die Zone dann echt einen Zweierschaden machen. Und da gibt es dann kein Zurück mehr. Aber ja, es geht. Wir kommen auch natürlich immer dem Ziel näher. Und eigentlich ist es nur noch das Stück. Das wird, glaube ich, echt nochmal knapp. Ich weiß nicht, 3 Bandagen, das wird eine ganz, ganz enge Sache dieses Mal.
Ich schätze mal, wir schaffen es vielleicht 10 Kilometer oder so. Mal gucken. Und Leute, vergesst wirklich nicht, meinen Kanal hier zu abonnieren, wenn ihr die Videos öfter schaut. Da werdet ihr nichts mehr verpassen, auch in Season 8 keine Challenges mehr und so weiter. Komm, jetzt machen wir hier nochmal den Sprung rein. Boah, der ist schön, der ist richtig schön. Da kann man so viel Strecke zurücklegen. So, und in 50 Sekunden macht die Zone jetzt einen richtig kranken Schaden, Alter. Da müssen wir echt schon am besten an der Rennstrecke vorbei sein. Und dann ist es aber nicht mehr weit. Man kann es schon sehen, Leute, man kann es schon sehen. Komm, hier rüber. Boah, jetzt noch ein richtiger Parcours hier. Und hochziehen. Ich darf jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Hier nochmal die Bandage geben, kurz. Komm, brech sie nicht ab. Ja, er hat's gemacht, er hat's gemacht. Okay, kurz hier drüber. Nein, komm schon. Dann hier mit dem Boost. Weil das ist auch noch ein fieser Berg. Ich kenne ja die Map eigentlich schon so auswendig. Was jetzt das Hinterland angeht, wo man jetzt die einmal um die Map-Challenge einfach macht. So, und da sind schon fiese Berge dabei. Hier war auch keine Kiste mehr. Aber Leute, wir können es schon sehen. Ich glaube, wir schaffen es auf jeden Fall. Noch 30 HP hier. Und da vorne ist es auch schon, Leute. Da vorne ist es auch schon. Dann habe ich es gepackt. Zack. Da ist es, Leute. Wir haben es einmal um die Map geschafft von hier aus. Jetzt ist nur das Ding. Was können wir noch machen? Ja, wir sind eigentlich ausgeliefert. Guck mal, die Zone, Alter. Die war halt auch echt nicht perfekt, muss man sagen. Aber dafür, dass ich nur 10 Bandagen hatte, haben wir es geschafft, Leute. Einmal komplett um die Map. Ich werde jetzt gleich noch die Kilometer abwarten, wie viel wir dort absolviert haben. Leute, was kann man noch sagen? Ich habe es bei euch in den Kommentaren gelesen, dass ihr wieder die einmal um die Map Challenge von mir haben wollt. Ich habe sie gemacht und 9 Kilometer, okay. Knapp an den 10 vorbei. Einmal um die Season 7 Map hier mit dem Schneegebiet noch inklusive sind es genau 9 Kilometer. Ich hoffe, diese 7. einmal um die Map Challenge hat euch gefallen. Es waren echt auch nur noch 5 Leute am Leben. Bis zum nächsten Mal. Euer Crunch Royal.